Hier die Verbeugung nach vorne zur Begrüßung. Langsam zurück einatmen. Kapalabhati Kriya. Impulsartig ausatmen, um die Luftgänge ein bisschen zu reinigen, zu aktivieren. Okay, einatmen, senkrecht Rückstrecke, aus, runter, ein, zurück, auf. Ganz langsam, ohne Eile, mit angenehmer Geschwindigkeit, nach unten und hoch. Dehnung vorne, Kehlkopf, Dehnung hinten nach außen. Okay. Aufrichten, hochstrecken, Kopf nach rechts, rechte Hand drauf und der linke Arm zieht runter. Und langsam atmen, entspannen. Die Schulter bewegt sich so Millimeter für Millimeter ganz langsam weiter nach unten. Die Muskeln gehen auf, werden verlängert. Ein Mitte aus, andere Seite. Und hier auch loslassen, entspannen, die Schulter geht runter. Einatmen hoch und nach links, nach rechts drehen den Kopf. Links und rechts. Am besten beim Atmen zur Seite und beim Einatmen zurück zur Atemposition. Und auch hier ganz weich. Mit einer gewissen Achtsamkeit. Aufrichten, Ausgangsposition. Und jetzt ähnlich mit dem ganzen Oberkörper. Nach rechts, ein Meter, aus, nach links. Mitte. Arme runter, im Kreis über dem Kopf zusammen, ineinander, umdrehen, hochstrecken. Ein, Bauch zurück, Brustkorb vor, tiefer ein und aus, dynamisch nach links, nach rechts, über den Hochpunkt, also nicht hinter dem Kopf so, sondern strecken, eine Seite, strecken, andere Seite. Und jetzt auf einer Seite bleiben, egal links oder rechts, und mit dem Oberkörper auch mitgehen. Und schauen, dass das Becken sich nicht abhebt, dass das Becken horizontal bleibt und die Bewegung ausschließlich so aus dem Oberkörper gemacht wird. Mitte, ein, hoch. Aus, ab. Andere Seite. Ein hoch, aus, jetzt wieder Rotation und in der Statik bleiben, aus und hier atmen, ein, beide Arme drehen den Körper, aus, ein, aus, stärker und entspannen, ein, aus, ein, zurück, aus, andere Seite. Und hier auch dreimal ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein vor. Beine ausstrecken. So. Ausgestreckt, locker ein bisschen abgeklopft, hier greifen, die Hände nicht greifen und absetzen. Abstand hier, Schulterbreit, hoch, vor und zurück. Im Kreis, andere Richtung im Kreis.
hingesetzt, wieder kurz abklopfen, Hände am Brustkorb und aufrecht, also nicht so sitzen, aufrecht, abwechselnd, Knie heran und runter. Das Knie geht hier runter, hoch und der Bein vor. Locker. Beide ran mit den Händen. Ein Bauch vor. Aus Oberkörper vor. Mit den Ellbogen draufdrücken. Auf die Knie. Und noch stärker. Einatmen, ausatmen mehr. Arme können vorn sein oder hier auf die Knie drücken. Noch weiter vor. Einatmen zurück, Hände wieder am Becken, so auf der Rückseite des Beckens, Beine vor, einatmen hoch, Fußspitzen maximal nach unten, Oberkörper gerade, der Kopf zieht zurück, aus, dann ein, aus, Bauch höher, ein, Fußspitzen tiefer, aus, ein, aus, langsam nach unten, ein, Arme hoch, aus, Beuge vor. Untere Rücken, dann hier. Bauch ein bisschen mehr nach vorne, wenn es nicht so weit vorgeht, Knie am Winkel, so als Vereinfachung. Aus, noch mehr. Bauch. Und noch mehr ab. Und atmen. Aus. Ein hoch. Locker. Und jetzt die Bewegung. Raus, Knie zusammen und vor. Raus, Knie zusammen und vor. Vor. Und jetzt beides kombiniert, heranziehen nach unten, beide Knie zusammen, vor. Ranziehen, Knie nach unten rauf und dann zusammen. Jetzt gucken wir zuerst die Bewegung und dann von hier gleich umdrehen. Genau, die Bewegung nach außen und von dort umdrehen. Ja, genau, und wieder vor. Ein paar Mal noch. Also das ist Übung 1 und 2 jetzt kombiniert. Okay, locker. Machen wir nur links, raus, rein. Hier mit der Hand, Knie ein bisschen zusammen. Wenn man leicht schräg sitzt, ist auch in Ordnung erstmal. Aber es ist schon dann die Bewegung oder das Bestreben des Außenmittels, gerade zu sitzen. Vorne der Griff. Rechtes Bein ausgestreckt. Und dann langsam vor. Und nach unten. Zum Bein. Noch tiefer ab. Und entspanne die Beinmuskeln, Wade, Kniekehle, Oberschenkel.
Aus. Ein hoch. Und vor. Andere Seite. Knie außen, Knie innen. Mit der Hand nachrichten. Griff. Und nach vorne. Tief durchatmen. Letztes Mal tief ein. Aus, hoch, beide Beine vor, locker, Füße an, Händen wegdrücken, hocke, Ellbogen hier drauf, genau, und dann, wer kann auf die Fersen ab, wenn es nicht geht, dann auf den Fußspitzen, da braucht man mehr Gleichgewicht, ihr die Fersen ab, dann ist das Stabilität. Und dann mit dem Ellbogen nach unten drücken, hier auf die Knie und mit dem Kopf rauskommen. Nein, eher von oben. Das dient dazu, es nicht hier zum Öffnen, sondern von hier drauf, dieses Konstrukt, um den Rücken zu strecken. Also man drückt sich von den eigenen Knie nach oben praktisch weg. Noch stärker, dass man halt den Rücken in der Wirbelsäule die Dehnung zieht. Also richtig. Hoch, Richtung Decke. Und dann langsam wieder Düse. Hände hier drauf. Hoch. Zusammen. Füße zusammen. Und ausstrecken. Ein. Aus. Nein. Außer, Arme locker ausschütteln, fangen wir so an, heute mit rechts, in den Baum zuerst, rechtes Bein auf die Innenseite, Knie raus, Hände am Brustkorb. Und ruhiger die Atmung, ruhiger der Kopf. Ein hoch. Aus, runter. Der Fuß jetzt hier auf das Knie, das sollte für alle möglich sein. Und in so eine Hocke gehen, hier. Und Hände vorne am Brustkorb. Und dann möglichst tief. Das ist dann auch eher zum Muskelaufbau. Paar Sekunden noch. Ein, rauf. Gut. Zusammen. Nach oben. Hier einatmen. Aus, Kerzen am Boden, rechts Arm greift, Oberkörper nach rechts. Wichtig, dass der Bauch nicht nach vorne rauskommt, sondern Bauch flach. Und flach zu Seite. Nach oben ein, aus, nach links. Ein, mit beiden Armen hoch und offen, Händen auf der Taille, nach hinten die Bewegung, Schultern nach hinten maximal, Ellbogen hinter den Rücken zusammen. Vor, 90 Grad, und drauf. Es ist hier die Bewegung, als ob man das Becken mit den Hüften fest nach hinten zurückschiebt und gleichzeitig die Rotation im Bio. Hier eine Seite runter, andere Seite runter. Mitte und dann mit beiden Armen schräg nach vorne. Also noch nie ganz zusammenklappen, eher schräg nach vorne ziehen. Finger weit offen, wie Fächer.
Und dann zum Boden etwas näher anstrecken. Tiefer runtergehen. Und jetzt mehr in das Zusammenklappen hinein. Auf. Ein hoch. Füße zusammen. Bergtadasana, Schulter. Zuerst nach raus, also nach außen, nach links, rechts. Dann nach hinten. Dann die Arme runter. Kopf gerade. Berg oder Felsen. Der Körper stabil und beweglich und auf diese Eigenschaften Stabilität, innere Ruhe, innere Stabilität, wie ein Felsen, Unnachgiebigkeit. Und entspannen und lösen. So hat man die Asanas auch genutzt, nicht nur zur Ertüchtigung und zur Stärkung des Körpers, sondern um sich mit einem gewissen Element, hier meinetwegen auch Energie zu verbinden, dass man körperlich das Symbol für dieses Tier oder für diese Energie macht und dann kann man sich meditativ besser damit verbinden, um diese gewissen Energien aufzubauen. Okay, links hoch. Baum. Der Baum ist schon etwas nachgiebiger als der Stein. Der Stein ist dafür eher, hat nur eine gewisse Sprünglichkeit, der Baum nicht, aber der Baum hat eine gewisse Elastizität hier. Und das kann man so auch ein bisschen in den Alltag alles mitnehmen, die Eigenschaften oder die nötigen Eigenschaften, die man praktisch jetzt die Tage braucht, somit aufbauen. Ein höher. Aus. Hier atmen wir weiter. Ein. Aus. Ein. Aus. Die Arme zuerst. Dann linker Fuß hier drauf am rechten Knie, Hände am Brustkorb und so eine Beuge nach unten, als ob man sich auf den Stuhl drauf setzt. Die Muskeln am Standbein müssen jetzt ganz fest arbeiten, sind hart. Gut, und dann wieder rauf, zusammen, runter, ein, aus, auf den Spitzen rein, aus, nach rechts. Einatmen, aus nach links. Einatmen, ab und zurück, beugen nach hinten. Hier noch ein bisschen mehr nach oben raus, wie die Nase schlägt nach vorne, Brustkorb schlägt nach vorne, rausschlägt. Ellbogen wieder zusammen. Aus. Ein hoch, vor, 90 Grad, fest drauf schieben, drauf drücken, runter und jetzt machen wir ohne starke Dehnungen einfach die Hände absetzen, Füße zurück, Planke. Hände zusammen und abwechselnd hier. Kurz was für den Brustkorb und Oberkörper wechselt und weg. Körper dreht sich um seine Achse, bleibt auf einer geraden Linie, abwechselnd links, rechts, Arme, nicht? Und zurück, ein, runter, aus, untere Planke, nach vorn, ein, und hoch über die Fußspitzen rollen, zuerst rauskommen, die Schultern auseinander und zurück. Aus, nach hinten, enden herabschauenden Mund. Im Hund die angenehme oder den angenehmen Abstand aussuchen. Von Füße
bis zu den Handflächen und nach unten strecke den Schultern. Mit den Armen, mit den Handflächen die Matte nach vorne schieben, Rückseite der Beine strecken, dann noch tiefer ab. Links Mitte, rechts hoch ein, rechts nach vorn aus. Sprinter. Sprinter hier auch hoch und zurück. Und weiter rauf. Drehung nach links um 90 Grad. Und hier links, rechts. Weiter vor. Wichtig ist dann hier, dass man von den Knien symmetrisch in der Mitte bleibt. Okay? Also nicht so links, rechts geht, wie beim Uhrzeiger, sondern nur um die eigene Achse wieder die Drehung. Eine Schulter ab und dann andere Schulter ab. Und die Hand, die drückt jeweils mehr auf das Knie. Ihre Hände mehr auf dem Knie, genau. Und dann ein Knie zurückschieben, anderes Knie zurückschieben. Wie so eine Schraubenbewegung. Und man kann das auch ziemlich weit unten machen mit dem Oberkörper, mit dem Kopf. So fast auf Beckenhöhe. Das streckt die Rückenmuskeln ordentlich und so, wie man das hier haben möchte. Ein rauf, hoch, Arme über den Kopf zusammen. So, dass die Knie und die Füße nach außen schauen. Und Bauch zurück. Hier kurz tiefer und die Arme höher dafür ausatmen. Einatmen hoch, Füße parallel zueinander. Raus. 90 Grad. Hände zusammen. Am Brustkorb. Und guck, dass der Rücken hier nicht verrundet, sondern eher mit dem Bauch runter und mit dem Kopf ein kleines bisschen höher. Aus. Ein, beide Arme vor dir sind gerade und parallel eine Linie mit dem Rücken. Ich besatme. Ein zusammen zum Brustkorb und vorne abgestützt. Und zwar hier nicht zu nah an die Fußlinie, das ist die Fußlinie, sondern Abstand ist eine Länge der Wirbelsäule, ungefähr, hier so. Okay, das ist der Abstand. Kopf über der Handfläche und der andere Arm nach oben geöffnet. Matthias, ohne die Schulter so arg zu drehen. Das passt schon, aber hier offenes Gelenk und ja. Nicht, dann geht's noch viel besser. Und beide Arme vielleicht auseinanderziehen. Beine durchstrecken, die Knie leicht zurück und leicht hoch. Ein, aus, runter. Und wieder den Abstand, wenn nötig, korrigieren. So, ein, die Oberkörperlänge. Und dann andere Arme hoch und Blick zu Hand. Zu Hause, wenn es schwierig ist, nach vorne runterzukommen, kann man sich was unterlegen. Irgendwie so ein dickes Buch oder Katalog oder so ein Mini-Hocker, so einen ganz kleinen oder Yoga-Würfel, wer einen Würfel hat. Hier strecken, ein, aus, runter, ein, aus. Und jetzt gehen wir mit den Händen so an die Fußlinie heran. Atmen ein. Atmen aus und bewegen den Kopf runter Richtung die Hand. Noch tiefer runter.
Und hier zwei Varianten zur Auswahl. Entweder man bleibt hier mit den Handflächen und zieht runter oder hier die Füße greifen und an den Füßen runterziehen. Knöchel oder Waden. So je nachdem. Und das Steißbein, das möchte hoch. Das Steißbein nach oben, hoch raus. Ziehen, rausnehmen. Aus, noch ein bisschen mehr. Runter. Ein nach oben, Hände am Boden, links runter und rechts runter. Wichtig ist hier, dass man diese Drehung einbaut, dass man nicht so steht, sondern den Fuß auch hoch nimmt. Und dann weiter, dynamisch, von einer zur anderen Seite. Und man lernt hier auch so eben ein bisschen diese Hocke, dass man schafft, die Ferse abzusetzen. Ich weiß aber, dass es bei vielen nicht geht. Viele stehen dann so auf dem vorderen Ballen. Wer die Ferse absetzen kann, setzt auch Ferse ab. Und dann gehen wir nach links, links ist angewinkelt, rechts gerade. Haben so eine Halbhocke. Hier über der Kniescheibe die eine Hand drauf, ohne starken Druck, nur ein bisschen belasten. Und hier mit dem Ellbogen, der ist hier am Knie, hier zurückschieben. Diese Bewegung. Eins. Und vorne zwei. Und über die obere Schulter. Hier so schräg nach oben der Blick zu decken, dass die Nackenmuskulatur der Hals auch arbeitet. Spüren die Dehnung Oberschenkelmuskulatur innen. Atmen aber weiter tief in den Bauch. Aus und zurück. Vorsichtig hinsetzen, also nach hinten kippen, hinsetzen. Den Fuß mitnehmen. Linke Seite. Hier Sitzhöcke. Links ist auch auf dem Boden, genau wie der rechte. Fuß heranziehen, aufrichten. Hier durch. Noch näher ran. Den Fuß, also Schienbein senkrecht. Rücken senken, also hier komplett wachsen, so weit wie es geht. Stärker. So geschlossen oder so geschlossen. Dann langsam ab. Hier die Hand auf dem linken Knie, Drehung nach rechts weg. Bis zum Ende, soweit wie es geht, nach hinten, auf das Knie fest zum Boden draufdrücken, und das Knie fest runterdrücken, genau. Ausatmen. Einatmen hoch, hier zur Mitte. Und aus dieser Drehung jetzt gegen den Uhrzeigersinn, so zum Knie. Und hier die rechte Hand außen, linke Hand zurück. Linke Hand zuerst zurück, und man kann ruhig dahinter dem Knie greifen schon. Hoch. Und beuge nach vorne zum Fuß, also mit der Schulter runter zum Knie, mit der Hand oberhalb runter zur Fußspitze. Etwas mehr. Ein hoch, ja, wird hier aufgestellt. Wenn das jetzt die Mittellinie ist, genau auf die Mittellinie, das Becken sitzt drauf und dieses Bein ist auf der Mittellinie. Rauf und dann das Knie nach hinten und das Becken maximal hochschieben. Und wie beim Gas geben, Fuß runter, Fußspitze. Und verlängere jetzt die obere Seite.
die obere Planke des Körpers. Fell zurückziehen, atmen, ausstopp, beide Arme nach oben, ein, aus, Beuge runter, Janusha Shasana. Erinnert euch an den Anfang, da haben wir dieselbe Bewegung gemacht, nur war das Knie in der Mitte und der Fuß außen. Es ist hier nur die Veränderung im Bein, dass die Hüfte jetzt quasi anders gedreht ist, nach außen. Am Anfang beim Aufwärmen war die Hüfte nach innen gedreht und beide Knie zusammen. Und es ist dann möglich so, dass es jetzt besser geht, dass man tiefer runterkommt. Zum einen wegen der anderen Position. Zum zweiten sind wir jetzt besser durchgedehnt und aufgewärmt als am Anfang. Aus noch mehr. Ein zurück, hoch. Aus, Fuß ran. Eingedreht. Genau. Das rechts war ausgedreht, ausgestreckt, rechts oberhalb. Rechtes Knie steht jetzt auf. Gut. Bauch vor, wichtig. Bauch nach vorne anschieben, deshalb auch hier diese Bewegung. Griff. Bauch gut, auch recht, Kopf zur Decke und Drehung nach rechts. Beide Schulter anhöhen. Sehr gut, genau. Und noch ein bisschen mehr. Wenn der Körper zu Ende gedreht ist, dann auch der Kopf. Auch zu Ende, Blick über die rechte Schulter. Noch mehr Drehung. Ein langsam zurück. Hier öffnen. Dort öffnen. Und langsam Richtung Spagat. Jeder bleibt auf der Höhe ist, wo es noch nicht so intensiv wird. Nichts überstürzen. Man kann diese Übung intensiver aufbauen, wenn man die jeden Tag macht. Aber wenn das so hin und wieder mal ist, dann eher vorsichtig und nicht zu viel auf einmal. Wir machen da sowieso noch den Durchlauf 2 mit links voran und kommen noch zum zweiten Mal zum Spagat dazu heute. Also dieses Mal nur vielleicht 50-60% der Belastung des Möglichen. Wichtiger ist die Atmung dabei und die Konzentration und das Gefühl und Verständnis, was im Kopf dadurch passiert. Der Kopf bekommt so eine gewisse Klarheit. Gelöstheit von irgendwelchen anderen Dingen und Wünschen. Und atmen. Okay. Hoch. Langsam zusammen. Also ein halber Meter Abstand. So eine Richtung nach hinten. Bis zum Schluss, so dass die Beine überkreuzt sind. So als eine gewisse Kompensation oder Ausgleich. Und dann andere Richtung. Auch hier die Füße immer am festen Punkt. Drehung, dass die Beine überkreuzt sind. Aber durchgestreckt bleiben. Also die Knie nicht allzu sehr anlegen. Und zurück. Knie. Vajrasana. Kurze Vorbereitung und dann nochmal Kapalabhati Prayer.
weit durchgehen müssen. Auch so 20, 30, ein Durchgang, 20, 30, andere Durchgang, dann selbstständig entspannen, kleine Ruhephase. Weiter. Spanne die Schuhe. Zwei. Aus. Ein, Hände vor, aus, Planke. Hände zusammen und wieder so ein paar Mal auf, zu. Die Füße bringen sich mit, nur quasi mit den Fersen am Boden eine Richtung, Fersen am Boden andere Richtung. Offene Brustkorb, offene Lunge. Aus, Planke. Hier ein. Aus, tiefe Planke, Bauch ist noch in der Luft, atmen, vor und hoch, herabschauen, aus, herabschauen. Im Hund, der sind nach außen, Füße nach innen, genau. Und dann nach unter die Lüge. Genau. In diesen Bereich nach unten und diesen Bereich nach oben, oben hochziehen, genau rücksichtig der Beine durch. Aus und noch tiefer. Rechts in der Mitte, links hoch ein. Und jetzt geht links voran. Sprinter. Wie verstanden. Und maximal großer Abstand. Maximal langer Schritt. Hier machen wir durch den Kopf hoch. Rauf. Und nach rechts die Drehung. Und dann geht's quasi von vorne los. Hier zuerst links, rechts. Erst die symmetrischen Sachen. Und dann die asymmetrischen. Hier Bewegung in den Knien und gering in den Hüften. Gut. Beuge vor und die Schraube. Und vergesst nicht, das Knie fest zurückschieben. Das streckt den Rücken sehr gut. Ordnet auch die Wirbel irgendwo, wenn es leicht knackst. Rauf die Stupa. Hände zusammen über den Kopf. Die Oberschenkelmuskulatur fest angespannt. Beckenboden fest angespannt. Bauchmuskel im Tonus, also nicht hart. Aber trotzdem so eine mittlere Anspannung. Oberkörper locken. Arme hoch ein, aus, seitlich, ein, gestreckt die Beine, Füße parallel, 90 Grad, zuerst raus, nach außen. Und Arme auseinanderziehen, als würde man gezogen werden nach außen, dann nach vorn. Dann zusammen am Brustkorb ein und aus. Nee, machen wir noch hier diese Drehung ganz kurz. Einmal hier
zur Seite und einmal dort zur Seite oder nach oben. Okay? Und dann geht's in die Position, die ein bisschen wichtiger ist. Hier der Griff. Parasarita Paddha Uttanasana. Und dann die Bewegung des Kopfes nach unten zum Boden. Wenn der Boden leicht erreicht wird, dann Füße näher zusammen. Ausatmen, noch fester arbeiten, also stärker arbeiten. Die Arme, die Beine sind so entspannt, wie es geht. Natürlich ohne umzufallen, aber entspannt, um sie dehnen zu können. Stärke strecken, stärke die Knie zurück. Noch ein paar Sekunden. Und ein Lösen, abgestützt, hier rechts, hier links. Und das Becken möglichst tief rüberbringen. Also nicht komplett aufstehen und dann hinsetzen, sondern möglichst tief das Becken rüberschieben. Eine Seite, andere Seite. Komplett und gut ausstrecken. Okay. Nach hinten. Jetzt ist rechts hinten, rechts angewinkelt. Hier linke Hand. Oberhalb von der Kniescheibe. Die Hand, die andere Hand hier dran, rechts. Mit dem Ellbogen zurückschieben. Um hier das Hüftgelenk zu öffnen. Das brauchen wir dann für Meditationspose. Die offenen Hüftgelenke. Und locker entspannen. Wenn die Muskeln angespannt sind, die geben die Bewegung, die Dehnung nicht frei. Also man kommt gar nicht zur Dehnung, wenn die angespannt sind. Wenn die entspannt sind, flexibel, beweglich, dann kann man die strecken. Und Blick über die offene Schulter. Der Bauch geht vor und zurück. Stärker. Und langsam raus. Hier auflösen, dort auflösen, hingesetzt. Vom Fuß mitnehmen und das Knie. Die beiden sind circa auf gleich, sodass sie 50-50 belastet sind. Wenn einer abgibt, ist da nichts, da sind alle 100% das Gewicht, damit ich ohne das Knie ranziehen. Hier ist auch so eine kurze Ruhephase, da ist nichts Anstrengendes dabei. Hier kann man im geraden Sitz werden oder sich merken, wann die Wirbelsäule gerade und senkrecht ist in der Oberkörper. Das klappt hier ganz gut. Noch ein Millimeter wachsen. Noch ein Millimeter wachsen. Noch. Gleichzeitig werden aber die Verdauungsorgane passiert durch das Anpressen des Oberschenkels zum Bauch. Und wieder gelöst und das Knie seitlich. Rechts dann drückt drauf. Nach links der Kontrin. Ausatmen noch stärker wegdrehen. Einatmen vor. Die Hand geht mit jetzt im Uhrzeigersinn bis hinter das Knie, die linke Hand. Rechts dann raus, zurück. Hoch. Die Flanke ist offen rechts.
Und dann mit der Schulter runter zum Knie, mit der Hand runter zum Fuß. So eine Beuge in der Drehung. Und die Planke jetzt intensiv gedehnt. Noch tiefer ab. Ausatmen, ein Hocharm, Oberkörper, Kopf, hier abgestützt, Arm runter, nach oben und zurück. Man kann mit dem Knie, welches in der Mitte ist, das Becken höher drücken und gucken, dass diese Linie, die gedehnt wird, trotzdem auf einer, ja, genauso, auf einer Geraden bleibt. Das Ziel nach hinten. Und jetzt ist links oben, versuch mehr in den linken Lungenflügel einzuatmen, zumindest gedanklich. Die linke Seite mehr zu öffnen und zu schließen beim Atmen. Letztes Mal ein. Aus, runter. Beim Hinsetzen den anderen Arm auch mit hoch. Drehung nach vorne und Beuge hoch. Wie Django Shirshasana. Hier auf Millimeter und Millimeter nach vorne arbeiten. Nicht sofort alles, aber auch nicht da stehen bleiben, wo man am Anfang war. Ständig so ein bisschen vor, warten, wieder ein bisschen vor, warten und so weiter. Okay, sehr gut. Ein Hoch. Aus, Fuß dran. Über das angewinkelte Knie, über das rechte Knie, die Sitzhöcke wieder ausgleichen, Becken ausgleichen. Rechts vor, Bauch vor, Brustkorb öffnen. Nach hinten. Oberkörper. Dann Kopf. Aufatmen, ein, heraus, offen. Und offen. Und dann noch was ganz, ganz lang. Es kann schon noch ein Dreieck bleiben. Wichtig ist, die Muskulatur in diese Verlängerung zu bringen.
und die Asana arbeiten lassen in der maximalen Verlängerung. Und gut und richtig atmen, den Körper mit genug Sauerstoff versorgen. Und mehr loslassen, mehr entspannen. Ein paar Sekunden noch. Rauf. Zusammen. Halber Meter Abstand. Drehung zu einer Seite. Bein über Kreuz. Und dann Drehung zur anderen Seite. Also quasi 380 Grad Drehung. Wenn man das von der einen zur ganz anderen Seite betrachtet. Okay. Und hier noch ganz bisschen Malasana. Mal zur Girlande oder Gebetskette. Hier leicht auseinanderschieben. Okay. Ab. Und eine noch zur Stabilisierung des Geistes. Großen ziehen und nach vorne ausstrecken. Und Gleichgewichtspose. Und zusammen, bequeme Position, Hände nach oben offen und 1,5-2 Minuten Stille. Zunge hält zum Gaumen, wer möchte. Nochmal die Energie hier schließen, Zungenspitze in den Rachen rein. Unterseite Zunge berührt oben den Gaumen.